Ich bin der Auffassung, dass es unzählige inhaltliche Gründe gibt, keine Regierungszusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei zu machen. Wenn wir diese Hauptauseinandersetzung auch suchen, mit jenen, die nun tatsächlich unsere politischen Gegner sind, dass man mit all dem mitbedenken sollte, was man auch an innerparteilichen Diskussionen zu führen gedenkt. Dann komme ich nochmal zurück auf die Bundespräsidentenwahl und blicke nach vorne in 3 Wochen. Denn, liebe Freunde, ich kann mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der Herrn Professor van der Bellen nicht besonders liebt. Das ist aber kein Kriterium. Denn ich sage euch, wenn wir nicht wollen, dass jemand, der ein gestörtes Verhältnis zur Heimat Österreich hat, der die Europäische Union ablehnt und der ein Amtsverständnis hat vom Bundespräsidenten, das in die Richtung hingeht, der von Jörg Haider schon vorgeschlagene Präsidialdiktatur, dann sage ich euch, dieser Mann kann nicht gewählt werden, denn es ist mit Werten der Sozialdemokratie vollkommen unvereinbar.